Sieht mal, das sind Profis. Ne? Also man hat den ganzen Tag nichts anderes wie Radlader fahren. Ne? Das ist halt schon ein Wahnsinnskurs, ich kann es gar nicht sagen. 50 Tonnen, 60 Tonnen, bestimmt so irgendwas. Ne? Aber halt hier auch wieder easy aufzumachen. Hat man einen Splint, den man nicht fallen lassen sollte. Upsi. Ich hab dich vermisst, aber. Ja, wir haben alle durchgehalten heute. Ich habe heute auch schon ein bisschen was gefilmt für euch. Bei mir wird es irgendwie richtig spannend. Ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Es ist ein bisschen gegen die Sonne. Der Lukas kommt mit dem Miststreuer. Wir sind heute bei unserem Eier-Dealer. Und hole sozusagen den Hühnermist ab auf die Fläche, wo jetzt der Mais dann angebaut wird. Verteilen wir den. Höre du das, glaube ich, schon? Sehr, weiß ich nicht mit der Kamera. Doch jetzt. Meine Augen sind schlecht. So, ihr habt es gerade gesehen, ich bin mittlerweile am Laden angekommen. Ja, ich mal schauen, ich denke ein oder zwei Streuer, also den auf jeden Fall und dann vielleicht noch einer machen wir heute. Ja, gucken wir mal, wie dunkel es wird und wie die Befahrbarkeit ist, weil ja, ich habe jetzt auch schon mitgekriegt, dass andere versucht haben, hier in der Gegend mich zu streuen und da ging es eigentlich nur noch abwärts. Aber wir haben jetzt beste Bedingungen. 8,28 vorne dran, beide Reifen. Und der Tandemstreuer hier von Annaburger ist ein HTS 24.04 und hat ziemlich breite Reifen drauf. Warte mal, was haben wir denn? 7/10er Bereifung. Also von dem her eigentlich das beste Fahrzeug, um bei nassen Bedingungen trotzdem noch Befahrbarkeit zu haben. Wir gucken uns das jetzt mal an. Leider ist es jetzt natürlich schon am Dämmern und ich denke mal, wenn wir am Streuen sind, wird es wahrscheinlich schon dunkel sein, deswegen, das ist wegen das Problem. Eigentlich hätte ich es gern morgen gemacht, wenn es hell ist. Dann gäbe es ein paar schönere Aufnahmen wahrscheinlich, aber das Problem ist, dass morgen früh wieder 10 Liter regnen soll und deswegen machen wir das jetzt heute Abend noch schnell. Ich weiß gar nicht, ich glaube 19 Uhr haben wir jetzt. Dann schauen wir einfach mal, wie gut es läuft und ja, ob wir ein oder zweier Streuer machen. Vielleicht fahre ich noch einer ganz früh morgen. Bevor es regnet, mal gucken, aber das sehen wir dann. Also ich warte jetzt mal, bis hier voll ist und dann sehen wir uns am Acker wieder. Ich bin am Feld angekommen, ihr seht, es ist stockdunkel. Wir haben jetzt 19.47 Uhr. Ja,
Ich fahre ja den Steuer nicht so oft, vielleicht zweimal im Jahr, dreimal im Jahr. Insofern ist das für mich jetzt schon ein wenig schwer einzuschätzen. Ich soll jetzt ungefähr 8 Tonnen pro Hektar hier von dem Hühnermist streuen. Das ist ziemlich wenig, aber halt aus dem Grund, weil der Hühnermist sehr viele Nährwerte hat. Und ja, deswegen 8 Tonnen. Der Streuer hat so circa 10 Tonnen jetzt geladen. Das ist ja ziemlich trockener Mist, das ist wie Staub. Deswegen kommt man da auch nicht auf wirklich Gewicht. Also 10 Tonnen ungefähr geladen, 8 Tonnen soll ich pro Hektar streuen, also gleich mehr über einen Hektar muss ich kommen mit einem Streuer. Ich muss jetzt sogar weniger streuen wie 8 Tonnen, aus dem Grund, weil der Kunde, wo wir das jetzt hier auf seinen Äckern verstreuen, nicht so viel Hühnermist hat, dass es für 8 Tonnen für alle seine Flächen reichen würde. Also Tendenz eher weniger. Ich habe jetzt 3 Hektar, was ich mit 2 Streuern machen soll. Also 1,5 Hektar pro Streuer. Und ja, das ist jetzt für mich schwierig, die Herangehensweise. Ich habe jetzt zwar einen Hektarzähler und ich weiß, dass der ungefähr 14 Meter breit streut. Aber ja, ich würde jetzt mal sagen, ich fahre jetzt so 12 km/h, könnte aber natürlich auch komplett daneben sein. Jetzt schauen wir einfach mal. Aber ich denke mal, 12 km/h könnte ungefähr passen. Was jetzt hier uns zuguten kommt, ist, dass wir hier auf dem Schlepper GPS drauf haben. Das heißt, ich kann mir jetzt hier 14 Meter einstellen und kann dann den Acker fahren, weil ihr seht, Maisstoppeln noch da und dann sieht man eigentlich nicht so gut, wo man schon gefahren ist und wie weit man gestreut hat. Also von dem her, da hilft GPS dann jetzt schon wahnsinnig. Ich streue jetzt, weil ihr seht eh nichts. Mal gucken, vielleicht mache ich nachher eine Außenaufnahme, aber wahrscheinlich ist alles dunkel. Das Problem halt mit der GoPro, das halt, ja, ihr kennt es wahrscheinlich. Oh ja, ich fange jetzt mal an, streue den Streuer leer und dann sage ich euch mal, ob 12 km/h gestimmt hat oder nicht. Also ich bin am Hof angekommen, habe die 2 Streuer gestreut. Wir haben es jetzt kurz nach 10. 15 km/h war die Lösung. Habe jetzt genau die 3 Hektar geschafft mit den 2 Streuern. Also das hat gerade gepasst. An den ersten 2 Bahnen war ich noch mit 12 km/h unterwegs. Aber dann habe ich gleich gemerkt, und den Kratzboden, der war ziemlich schnell eingestellt. Den habe ich dann wieder langsamer gemacht und habe ich gleich gemerkt, okay, jetzt könnte es ungefähr passen. Also auf jeden Fall haben wir es hingekriegt. Die 2 Äcker sind gestreut. Für mich ist jetzt Feierabend. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir morgen noch so treiben. Und wenn nicht, sind wir uns spätestens am Montag wieder mit bisschen Baustellen-Action. Da geht es nämlich für den 828 los mit der Erdmulde. Der hat einen Auftrag, das gibt es dann, denke ich mal, am Montag zu sehen. Schauen wir mal, ob wir morgen auch noch Lust und Zeit haben, was zu filmen. Dann gibt es das jetzt noch vorneweg. Wenn ich sehe, wir uns am Montag. Also, ciao. Ah, wunderschöne guten Morgen und auch hallo, vielleicht zum neuen Farmvlog. Ich weiß nicht, was Lisa schon gedreht hat. Also ich bin auf jeden Fall im Moment auch ein bisschen Baustelle. Man sieht es im Hintergrund, Fliegelmulde. Mit der bin ich unterwegs, da bauen wir im Moment oder helfen wir mit, einen Radweg zu bauen. Ja, ist eigentlich ganz interessant. So richtig filmen kann ich noch nicht, weil wir eigentlich im Moment noch gut gefordert sind mit allem drum und dran, bis es einigermaßen eingespielt ist und läuft. Dann werde ich vielleicht auch mal einen kleinen Film dazu machen. Aber im Moment kämpfen wir echt mit allem, was uns im Moment erwartet. Was ich jetzt habe, ich habe gleich eine Frage zu Anfang. Die Entlüftung, also die Kurbelwelle-Entlüftung vom 828er, kommt Rauch raus heute Morgen, wenn er kalt ist. Sagt euch das was? Großes Problem, ich weiß es nicht, mir ist noch nie aufgefallen. Also normalerweise sollte doch da eigentlich nichts rauskommen. Ich kenne das an irgendwelchen Oldtimer-Traktoren, ja, die da quasi abblasen. Also ich hoffe mal nicht, dass es so ist, wie das, was ich jetzt so im Kopf habe.
Aber vielleicht ist ja einer von euch Fanspezialisten und weiß das und sagt, April, April, alles nicht schlimm. Ist nur, weil es draußen halt morgens 3, 2, 4 Grad kalt ist. Ne? Also, ich guck mal, was ich heute noch filmen kann. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Landschaft zusammen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Fahrer auf der Straße zusammen. Ich denke, das ist möglich. Das kriegen wir hin. Und dann melde ich mich später nochmal. Ja, die Woche wird's, wenn geht's gleich mit dem Film. Irgendwie sind wir alle unterwegs mit der Baustelle und Co. Wie gesagt, der Lukas ist immer noch am Baggerfahrer in der Lörracher Gegend. Ich bin jetzt im Kaiserstuhl unterwegs und helfe sozusagen mit dem einen Fahrradweg zu bauen. Und die Lisa ist da einmal Pflanzenschutz, also die einzige, die wirklich so adäquat Kamera draufhalten kann. Und das wird sie auch tun. Und naja, ich zeige euch jetzt mal kurz ein wenig so meine Fahrstrecke, wo ich rumfahre. Viel Akku habe ich auch nicht dabei. Ich könnte vielleicht noch laden, muss mal gucken, ob ich das hier kriege. So, Sicht aus dem Schlepper raus, 828er ist unterwegs mit der Mulde. Ja. Auf der Mulde können wir so 18 Tonnen Material laden, also das ist das, was so ein normaler Vierachse auch lädt. Legal. Vorteile sind definitiv das Abschieben. Also da, wo wir jetzt zum Beispiel gerade abschieben, ist ein Stromkabel oben drüber. Also das kommt natürlich schon richtig gut. Ja. Da tut sich jetzt jeder LKW, der kippen muss, halt schwer. Für mich ist das dann unproblematisch, da drunter abzuschieben. Was auch ist natürlich, dann ist der Radweg irgendwie 2 Meter breit. Oder 2,50 Meter, sage ich mal, 3 Meter, der Unterbau, der da gemacht wird. Wenn halt ein LKW abkippt und es geht alles runter, gestern hat man sogar Sattelschlepper. Ja, dann ist das also auf jeden Fall 3-4 Meter breit, der Haufen. Ne? Wenn die das nicht schaffen, einigermaßen zu verziehen, und in der Regel schaffen die das eigentlich nicht. Ja. Das ist halt ein großer Haufen Sitze und das macht es dann schon ein bisschen schwieriger. Und wenn ich jetzt halt da wirklich die Vorteile von der Mulde sehe, so eine 40er, 50er Schicht einbaue, ja. Also wenn man Gliding übt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Dann schafft man das wirklich einzubauen, sage ich mal, groß, dass man wirklich eine Raube braucht. Ja. Also wenn dann ein Bagger Gliding hübsch macht, ist alles wunderbar. Ja, die Strecke ist nicht weit. Aber was ich natürlich hätte, sie hätte ein schönes Bergle dazwischen. Also da an dem Bergle, da ist dann irgendwo bei 20 km Schluss bergauf mit dem Schlepper, trotz 280 PS. Also, ja, Berge, würde ich sagen, die brauchen halt einfach Energie. Und ja, da muss man halt sich Zeit nehmen dafür. Ich weiß jetzt nicht, was so ein LKW mit 400 PS letztendlich da noch an Geschwindigkeit der Berg hoch hätte, aber sicher mehr wahrscheinlich. Der läuft natürlich auch deutlich leichter wie jetzt hier der Schlepper mit der dicke Rad. Ne? Also eigentlich muss man ja sagen, unser Geschäft fängt an, wenn jetzt die LKWs halt nicht mehr fahren, müsste mir fahren. So, klar, jetzt in dem Fall hier mit dem schmalen Radweg und mit dem Kabel oben drüber ist jetzt das schon eine interessante Geschichte mit der Mulde. Also interessanter wie jetzt mit dem Kipper drunter rumfahren. Und mit dem Bagger dann quasi leer kratzen, ne? Weil man halt nicht hoch genug kippen kann und das Ding nicht leer geht. Ja? Also von daher. Das sind mal so Vorteile von dieser Fliegelabschiebemulde. Ich guck mal, vielleicht kann ich das noch von draußen mal noch filmen. Oder ich glaube, der Lukas hat gestern schon was gemacht. Da werden wir sehen, ob wir das mal noch ins Video bringen. Also sonst habt ihr ja die Mulde auch schon das eine oder andere Mal jetzt gesehen, irgendwo mit Bild beim Abschieben. Bei dem Landschaftsgärtner, wo wir letzte Woche waren, der war auch ganz begeistert, weil der quasi so portionsweise das hinten mit dem Bagger wegnehmen hätte können. Ja. Also ich habe ein Stück abgeschoben und dann hätte er das wegbaggern können. Und wäre das nicht der Fall gewesen, dann wäre natürlich das ganze Material auch auf der Straße gelegen. Also was in dem Fall halt noch mehr Arbeit gewesen wäre und Straße absperren und so weiter und so fort. So, also ich bin auf dem Weg zum Radlader, lass mich wieder beladen, melde mich später wieder. Seht ihr jetzt mal den Ladevorgang? Jetzt geht die Schaufel nach oben. Da wiegt der Kollege quasi jetzt das, was in der Schaufel ist, damit ich auch genau meine 18 Tonnen bekomme.
sieht man halt, das sind Profis. Ne? Also die machen den ganzen Tag nichts anderes wie Radlader fahren. Ne? Das ist halt schon ein Wahnsinnskurs, ich kann es gar nicht sagen. 50 Tonnen, 60 Tonnen, bestimmt so irgendwas. Ja. Also mit zwei Schaufeln auf jeden Fall ist mein Mulde voll. Schon, dass er in der rechten Seite mit der Schaufel mehr Material braucht, weil hier links die Mulde quasi schon voll ist. Perfekt, ja. Also jetzt kommt der Wiegevorgang wieder. Also ich denke immer, wenn er hochfahrt, muss er wiegen. Genau. Ein bisschen zu viel drauf, also gehen noch ein bisschen was runter. Also ich habe da schon Radladerfahrer gehört, ja. Die haben es also fast aufs Kilo hingekriegt. Ja. Unvorstellbar. Kommt ja jetzt nicht auf 50 Kilo drauf an. Wie gesagt, ich habe 37 Tonnen, wenn ich nachher raus war. Also eigentlich alles im legalen Bereich. Ja, die Mulde ist sehr leicht. Also ist echt interessant, ja. Wie wenig Gewicht die eigentlich hat. Ja. Trotz der Größe, ne, also falls am Maß 16 Kubik. Schon gewaltig, ne? Weil man sieht, was der Radlader für eine Größe hat jetzt im Verhältnis zu dem Mulde und zum Schlepper. Ne? Aber klar, was die hier für Tonnen bewegen jeden Tag, ne? Also das ist schon abartig. Ne? Wenn man das Look sieht, wenn man da quasi schon beim Abbau geholfen, dass man überhaupt an diesen Kalkstein drankommt. Ja? Also unvorstellbar, was da Tonnage bewegt wird. Ne? Strich drauf, wie vom Fliesenleger. Zack, und das war's. Wunderbar, coole Sache. Und da gibt's noch einen Daumen hoch. Dankeschön. Also 37, genau, Tonne, ihr seht's. Jetzt läuft's. Okay, jetzt kann ich es natürlich nicht mehr so schön zeigen. Ich zeige es euch vielleicht bei der nächsten Tour. Auf der linken Seite haben wir den Kaiserstuhl, rechts ist der Thuniberg und ich muss auch den Thuniberg hochfahren. Der Kaiserstuhl ist das größte, eins der größten, sagen wir es jetzt mal, ich kann es nicht sagen, ob es größte ist, aber eins der größten zusammenhängenden Weinbaugebiete mit 4500 Hektar. Ja, jetzt geht's ab durch Merdingen, sozusagen die Heimat vom Jan Ulrich, ne? Also die in den 90er Radfahrer geschaut habe. Jan Ulrich war halt eine Legende irgendwie, als er da die Tour de France gewonnen hat, das erste Mal. Also wunderschönes Ortschäftle. Der Blick jetzt direkt auf die Kirche. Also klar, für unsere Schlepper und für unsere LKWs die Straße von früher halt einfach ein bisschen schmal und klein, muss man aufpassen in jeder Kurve. Aber ist natürlich idyllisch, ne? Also auch ein schöner Ort zum Urlaub machen, kann man nur empfehlen. Merdingen. Am Thuniberg. So, von mir gibt es jetzt auch noch mal einen guten Morgen. Ich bin die Woche eigentlich so gut wie alleine. Nämlich der Lukas, der Jonas und der Papa sind alle auf der Baustelle. Und ich, ja, ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen was über Pflanzenschutz. Habt ihr ja noch nicht genug gehört. Von dem her geht's los. Ich bin wieder mit einem Becher unterwegs, damit ich gut zu trinken habe. Und passt nämlich perfekt hinten rein. Genau. Ich habe heute ein bisschen stressigeren Tag, muss ich sagen. Also ich wirke vielleicht noch ganz gechillt, aber eigentlich müsste ich schon los sein. Aber ich musste noch schnell die Mama auf den Markt fahren. Und jetzt geht es für mich ans erste Mal füllen und nochmal von uns ein bisschen was zu machen.
Und es liegt jetzt auf dem Weg praktisch zum Kunde. Und dann gehe ich zum Kunde, der hat nochmal so 6 Hektar. Und dann noch ein zweiter Kunde, der hat nochmal so 9 Hektar circa. Und das mache ich dann und dann geht es wieder zu uns. Und dann haben wir es hoffentlich geschafft bis auf den Sommerweizen. Aber der Winterweizen wäre dann fertig. Genau. Ja, ich muss nur dran denken, dass ich Mittel mitnehme, weil ich am liebsten bei einem Kunde nochmal für uns auftanken gehe, weil es ja dann auch wieder auf dem Rückweg liegt, praktisch unsere Felder. Deshalb habe ich ja mein Frontgewicht dabei. Vielleicht sagt der ein oder andere, oh, das ist viel zu groß. Aber ich fahre gerne mit ein bisschen mehr Frontballastierung, einfach, dass ich mich ein bisschen sicherer fühle. Und das Gute an dem ist, also erstens haben wir kein kleineres, sind alle nämlich fast gleich schwer. Und zweitens hat das, also doch, wir haben so eine grüne Kiste, aber die ist ein bisschen zu leicht manchmal, finde ich. Und deswegen haben wir das Graue dran, das ist relativ neu, nenne ich es jetzt mal. Also wir haben es jetzt auch schon 3-4 Jahre, aber es hat einen Stauraum. Und das ist richtig gut, weil da kann man halt Pflanzenschutzmittel reinmachen und die dann halt bequem mitnehmen. Und da muss ich mir jetzt gleich ausrechnen, wie viel ich tatsächlich brauche, weil ich auch für den einen Kunden, also Kunde A nenne ich es mal, der hat Mittel zur Verfügung, also der stellt uns seine Mittel zur Verfügung und da muss ich eigentlich nur dort tanken und halt fahren, sage ich jetzt mal. Und Kunde B, der sagt, der lasst uns die Mittelwahl komplett. Wir haben jetzt voraus geguckt, was der für Unkräuter und Ungräser hat. Er hat ein bisschen Gräserproblem und halt auch ein paar Unkräuter. Deswegen werden wir da wieder Gräsermittel einsetzen, was wir bei uns bisher nicht gemacht haben, aber jetzt auch wieder machen werden, weil bei uns in Denzlingen zum Beispiel sind ein paar Gräseräcker. Und deswegen haben wir Gräsermittel auch bestellt, beziehungsweise noch aus dem Vorrat von letztem Jahr übrig. Und das werden wir jetzt auch brauchen, weil der eine oder andere weiß auch, das ist, also es sind Kosten. Natürlich, so ein Pflanzenschutzmittel gibt es nicht umsonst. Und je nach Mittel ist es dann doch mal ein bisschen teuer. Da muss man nicht immer neu kaufen, sondern kann man auch ruhig mal die alten Vorräte aufbrauchen. Und das ist jetzt mal soweit der Plan. Ich fülle jetzt auf jeden Fall einmal ohne Gräsermittel noch, weil da keine Gräser sind, aber mit ein bisschen Modus, also Wachstumsregler, weil das auch wieder ein sehr früh gesäter Weizen ist, der gut dasteht. Und den wollen wir ein bisschen einstauchen, dass es keine Lagergefahr gibt. Das mache ich jetzt nämlich schnell und mitnehmen tue ich dann meinen Becher, meinen Feschbalsch, nämlich auch da drinne. Keine Angst, der Becher ist neu, also der ist noch nicht benutzt. Den nehme ich mit einfach, weil ich keinen, oder ja, eigentlich wollte ich keinen benutzten mitnehmen, wenn der jetzt hier irgendwie umfällt, obwohl der eigentlich trocken ist. Aber jetzt bräuchte ich ihn halt nochmal, um Kupfer einzufüllen. Also hier messe ich immer meine Milliliter an Kupfer ab, was ja an sich jetzt nicht das brutale Spritzmittel ist, nenne ich es jetzt mal, ist ja eher ein Dünger. Und von dem her habe ich dann meinen Becher da und vielleicht noch den anderen mit, weil eventuell muss ich noch was abmessen. Und dass ich das halt parat habe, packe ich das in meine Kabine. Ich muss meinen Hahn mitnehmen. Das ist auch wichtig, weil ich weiß nicht, wie der Schlauch von dem Kunde A ist, sage ich jetzt mal, wo ich auftanken werde. Und da habe ich lieber einen Hahn dabei, dass ich es wieder in den Frischwassertank hängen kann, weil ich ja nicht oben in dem Turm eintanke. Genau. Ja, dann meine Spritzmittel natürlich. Die suche ich mir jetzt alle raus. Rechne mir aus, wie viel ich brauche, weil ich ja 9 Hektar plus nochmal unsers haben will. Also ein bisschen was muss schon dabei sein. Ich kann euch auch gleich mal den Stauraum zeigen. Der ist nämlich echt ganz gut, muss ich sagen. Und zwar ist das hier das Frontgewicht. Also es ist schon ein Batzen, es sieht richtig groß aus. Gegens Lichtfilm ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber halt hier auch wieder easy aufzumachen. Hat einen Splint, den man nicht fallen lassen sollte, upsie. Und kann man hier dann aufmachen und halt locker, ja gut, hier ist noch ein Keil drin und ein Sack. Und da kann ich dann wunderbar meine Spritzmittel einfüllen, beziehungsweise halt mit Kanister mitnehmen. Und das mache ich geschwind. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Ich freue mich, weil wir waren jetzt letztes Mal im Raps unterwegs. Da haben wir ja tatsächlich nur so Spurennährstoffe, also Dünger gedüngt, gespritzt. Und jetzt geht es halt wieder ein bisschen Köpfchen anschalten. Weil wenn jetzt Dünger doppelt gespritzt wird, ist es meiner Meinung nach, also weil es halt geringer Wirkstoff ist, nicht ganz so schlimm, wie wenn ich jetzt Herbizide oder einen Wachstumsregler doppelt spritze. Weil beim Wachstumsregler, ja, ihr wisst, die Pflanze wird eingestaucht und wenn die halt doppelt Mittel bekommt, wird sie halt doppelt eingestaucht. Das ist halt nicht so gut. Also da muss man schon wieder Köpfchen einschalten und was ich kein Problem finde, mir macht es total Spaß, die Arbeit. Genau.
Ich höre jetzt gerade, mein Handy klingelt. Ich muss da kurz rangehen, ich melde mich einfach gleich wieder. Ja, Freunde, Mulde für Mulde geht's weiter. Immer noch mit schönster Aussicht auf Kaiserstuhl. Das sieht man jetzt mal richtig. Und auf der anderen Seite haben wir den Thuniberg. Aber schönster Kaiserstuhl. Genau, also so kann man den Tag dann schon verbringen. Kilometer für Kilometer. Ja, so eine Tour ist so irgendwo so 7 Kilometer lang. Also ist ja eine spannende Geschichte. Da kommt man also wirklich bis Ende des Tages eigentlich nicht in Stress. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt vollgetankt und meine Pflanzenschutzmittel mitgenommen. Hab gerade bemerkt, ich habe die Tour vorne noch offen. Einen Moment, die mache ich schnell leer zu. So, da bin ich wieder. Hab vergessen vorne das Fundgewicht zuzumachen. Aber jetzt ist das auch fertig. Irgendwie verstellt sich immer das Lenkrad. Heute Morgen ist nämlich der Raul gefahren und der ist ein gutes Stückchen größer wie ich. Genau, also ich habe vollgeladen und bin bereit für den ersten Einsatz. Ich fahre jetzt erstmal hin. Was ich noch sagen wollte, wir hatten im letzten Video einen Kommentar bezüglich, dass man das irgendwie mit dem Pflanzenschutzmittel nicht so machen darf. Ich glaube, das war darauf bezogen, dass es draußen steht. Also es muss ja unzugänglich für Kinder oder halt generell sein, dass halt nichts passiert. Aber wenn wir am Tanken sind, dann haben wir das halt immer da auf einer Palette stehen. Und die Palette räumen wir dann nach dem Tanken auch wieder zurück. Beziehungsweise, oh, jetzt ist schon noch der kleine Gang drinne. Also wenn es mal läuft, dann läuft es richtig, gell? Nee, wir haben das immer da stehen, dass wir halt tanken können gut. Weil wenn die Mittel im Dreck stehen, dann hast du erstens immer dreckige Handschuhe, weil man muss ja auch die persönliche Schutzausrüstung anziehen und Dreck könnte in die Pflanzenschutzspritze gelangen, was einen Filter verstopfen könnte, was nicht so gut wäre. Und deswegen haben wir die Kanister eigentlich normalerweise immer auf einer Palette stehen, die neben der Spritze steht und fertig, sage ich jetzt mal, zum Beladen. Genau. Und natürlich muss man darauf beachten, persönliche Schutzausrüstung anzuziehen. Das ist ja ein und überlassen praktisch. Diese Pflanzenschutzhandschuhe gibt es dabei und halt man sollte darauf achten, dass man langärmelige Sachen anhat. Also zum Beispiel ein Pulli oder eine Zipperjacke und eine lange Hose, halt, dass kein Pflanzenschutzmittel auf dich kommen kann. Und falls doch, sollte man das natürlich auch direkt abwaschen. Deswegen gibt es an der Spritze ja auch glücklicherweise so ein kleiner Frischwassertank, wo du dir auch die Hände waschen kannst danach. Und von dem her ist das eigentlich alles, sage ich jetzt mal, in Ordnung, wie wir es machen. Die Kanister, die leer sind, sind ja dann gespült. Also wir spülen die ja dann immer aus und die Deckel machen wir dann in den Karton rein und die Kanister so in so eine Gitterbox. Also die sind aber dann schon ausgespült und da sind dann so gut wie keine Reste vom Pflanzenschutzmittel mehr drin. Deswegen parken die bei uns aktuell in der Kiste draußen, bis wir die dann wieder abgeben können. Die werden dann in so Säcke eingemacht und bei der Pamira, glaube ich, abgegeben. Und da ist es dann auch in Ordnung so, wenn die abgespült sind. Und sonst haben wir ja unser Pflanzenschutzmittel eigentlich immer in unserem Pflanzenschutzraum. Falls es euch interessiert, wie der aussieht, können wir auch mal da reingehen. Weil ich denke, zwar viele haben so einen Raum, aber wir haben jetzt tatsächlich einen mit noch sogar extra Belüftung und Co. Und den hat Papa damals nämlich, glaube ich, nochmal renoviert gehabt oder so. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ist es ein sehr vorzeigender, sage ich jetzt mal, Pflanzenschutzraum. Ich habe jetzt letztes Jahr mal die Mittel sortiert, weil die standen alle im Regal, aber halt nirgendwo was ist. Dann habe ich so Aufkleber gemacht und habe dann halt zum Beispiel Maisherbizid oder Herbizid im Getreide drauf geschrieben. Und so konnte man das dann ganz gut zuordnen. Genau so lagern wir die eigentlich und der ist eigentlich auch verschlossen, der Raum. Also da können dann tatsächlich nur wir mit dem Schlüssel rein und die Mittel dann rausholen, die wir brauchen. Ja, so viel zu dem Thema nochmal, was ich kurz anschneiden wollte. Wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg zum Kunde. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt schon auf dem Feld bin. Also nicht zum Kunde, sondern zu unseren Feldern und danach zum Kunde. Aber eigentlich habe ich gerechnet, dass ich jetzt schon auf dem Feld bin. Ich habe mich ein bisschen verschätzt, weil ich musste noch ein paar Mittel einpacken. Und da war das Hin- und Her-Suchen, beziehungsweise nicht suchen. Ich habe sie ja im Regal stehen, aber war halt trotzdem das Hin- und Her-Schleppen noch dabei. Und dann musste ich noch einfüllen und das Ganze... hat ein bisschen länger gedauert, wie ich jetzt eigentlich gedacht hatte. Von dem her muss ich mich jetzt auch ein bisschen beeilen, weil ich heute Mittag ja noch Markt abbauen muss. Und
Ich will eigentlich nicht wegen zwei Feldern nochmal so weit hin und her fahren und deshalb entweder müssen die dann auch den Markt ein bisschen länger machen oder ich krieg's hin und beeile mich mal schnell. Naja, jetzt ist halt auf jeden Fall mal der Fahrtweg, das sind so gute 20 Minuten. Deswegen will ich auch nicht hin und her fahren wegen zwei Feldern. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns eigentlich wieder auf dem Feld, wenn ich da bin. Und vielleicht hänge ich euch nochmal irgendwie ans Gestänge oder sowas. Vielleicht kriegen wir das hin. Wie gesagt, ich bin wieder alleine, da wird es mit Außenaufnahmen ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dort wieder. So, Kunde Nummer 1 und die Felder von uns, wo auf dem Weg lagen, die sind fertig. Und jetzt geht's los zu Kunde Nummer 2. Ich durfte jetzt netterweise beim ersten tanken noch, also auf Wasser auf tanken, dass ich gleich losfahren konnte. Beziehungsweise Mittel habe ich ja von uns noch mitgebracht. Und halt nochmal 1300 Liter Wasser gekriegt. Und jetzt geht's für mich los dann eben zum Kunde B, nenne ich ihn mal. Und da hat jetzt noch 7 Hektar vor sich, also genau. Nee, nicht mehr ganz. Ich habe vorher nämlich noch ein bisschen unsere Spritze was drin gehabt. Und da es dieselbe Mischung ist, wie er fährt, beziehungsweise da wir die Mischung entscheiden durften, sage ich jetzt mal, hat es gepasst. Da habe ich nämlich die Spritze erst leer gemacht. Und jetzt geht es nämlich genau auf mit den Hektaren und den Litern, die ich spritzen will. Genau, ganz kurz, was ich vielleicht drinne sagen oder halt was ich drinne habe und was ich dazu sagen kann, ist, ich habe Gräsermittel eben dieses Mal drinne. Genau, und zwar das Axial 50 und als breitblättriges Unkräutermittel habe ich jetzt noch drin und halt wieder unser Kupfer, weil es uns letztes Jahr ganz gut gefallen hat, auch im Weizen mitzufahren und das hat er auch ganz gut gefunden scheinbar, also, beziehungsweise hat er gesagt, will er auch wieder haben und deshalb geht es jetzt für mich erstmal auf eine kleine Weltreise, nenne ich es mal, weil der Acker, den ich jetzt fahre, ist in Buchheim, irgendwo am Baggersee. Ich weiß es nicht mal ganz, ich war letztes Jahr schon mal da, aber ich werde es finden. Notfalls habe ich ja mein Handy dabei und einen Standort, beziehungsweise keinen Standort. Ich habe das bei in unsere Ackerschlagkartei eingetragen und kann demnach dann halt gut nachvollziehen, wo der ist und mich auch sogar navigieren lassen. Genau, da fahre ich jetzt hin. Das ist ein schönes, großes Stück. Das Stück hat jetzt 4,5 Hektar circa. Also ist schön zu spritzen. Ich sag, bei dem Kunden sind es auch nur 2 Stücke, deswegen passt es eigentlich ganz gut oder geht schnell. Sie sind halt ein bisschen weit auseinander, aber das ist jetzt auch kein Problem. Ich würde sagen, wenn ich dort bin, schaue ich mal, dass ich euch irgendwie ans Gestänge bringe oder so, wie letztes Mal. Mal gucken. Und würde ich sagen, sehen wir uns dort. We'll be right back.
Ja, der Papa ist wieder da. Ah, ich hab dich vermisst, Papa. Ja, ja. Wir haben alle durchgehalten heute. Ich habe heute auch schon ein bisschen was gefilmt für euch. Bei mir wird es irgendwie richtig spannend. Ich glaube, ich habe einen Radlader drauf. Ich habe einen Kaiserstuhl drauf. Ich habe Kuniberg drauf. Pass auf, jetzt kommt's. Merdinge habe ich drauf. Oh. Merdinge, ja, das ist die Stadt der Weltmeister. Jan Ulrich. Weltmeister, oder? Keine Ahnung. Also gute Radfahrer war er halt in den 90ern. Ne? Also da sind wir durchgefahren, ein bisschen Kieswerk und so. Mehr konnte ich leider nicht machen. Also ich habe für euch noch ein bisschen Pflanzenschutz, aber das habt ihr ja bereits schon gesehen gehabt. Und ein kleines Highlight, falls es klappt, der liebe Black Forest Farming, der kam und hat ein bisschen bei uns gefilmt und Drohne geflogen und der schickt jetzt nachher ein paar Sachen durch. Du solltest ihn eigentlich noch interviewen, also das ist dann halt verschoben aufs nächste Mal, ne? Ja, also wir wollten eigentlich Sonnenuntergangs-Shooting machen, allerdings. Waren schneller Wolken da wie alles andere. Die Sonne hat sich halt verpiept. Ja, also ja. Gut. Genau, deswegen... Haben wir jetzt Licht eingeschaltet, machen jetzt den letzten Acker noch fertig. Also Lisa heißt heute, die am längsten arbeiten muss. Ja. Aber die noch spätestens angefangen. Gar nicht. Was? Ich war genau so um 8 hier, wie ihr um dort. Um 8, ja, aber ich habe hier schon vorher geschmiert und tankt und eine ganze andere Auer gemacht. Aber ich habe trotzdem den ganzen Winterweizen fertig. Ja, schlecht, ist gut. Bin zufrieden mit dir. Gell, habe ich gut gemacht. Plus 2 Kunden habe ich heute noch geschafft. Also der Lukas muss jetzt auch noch arbeiten, der hat auch seine Baustelle erfolgreich abgeschlossen. Ne? Ja. Weil er halt viel planieren und so Sachen gehabt, auch hochkonzentriert irgendwie schaffen müssen. Ja. Und muss jetzt natürlich das Video noch schneiden bis morgen. Also freut sich auch nicht so. Ne? 2 Kameras hier zum Leermachen. Und, ja. Und dann kriegt er noch ein paar Aufnahmen zugeschickt. Also wird spannend. Ich hoffe, er macht was draus. Aber wie immer, wie ich den Lukas kenne, macht er was Gutes draus. Ne? Ja, der hat ein gutes Händchen dafür. Ja. Ne, da bockt er drauf, das macht. Also das, was dahinter schreit, ist immer noch der Schlepper, der will jetzt auf den Acker. Macht's gut, wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, liken, abonnieren und kommentieren. Wir freuen uns aufs nächste Video und wünschen euch bis dahin einen guten Wochenstart. Vollgas-Alarm. Genau, viel Spaß.